Hallo ihr Lieben, hier ist die Simone und wir haben heute Tag 1 gehabt, Choice of Possibilities Kurs mit der Simone Melasses. Und ich würde euch so gerne erzählen, was alles sich da auftut in so einem Kurs, was das sich alles zeigt. Aber tatsächlich ist einfach so viel passiert heute. Es ist wie, als ob du durch Jahrzehnte Dinge veränderst, umdrehst, neu wählst. Ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Was ich wahrnehme ist, so, wenn du mich jetzt fragen würdest, Simone, wer bist du? Ich hätte dir keine Antwort. So, und dann merke ich, wow, wie oft haben wir ein Bild von uns und wie oft beweisen wir ein Bild von uns? Und ich inkludiere mich da 100%, ne? Wo ich denke, ja, Leute sehen das von mir, aber alles andere sehen sie nicht. So, was, wenn du alles von dir sein kannst? Du musst nicht beweisen, dass du irgendwas bist. Du musst auch nicht beweisen, dass du was nicht bist, sondern einfach, ja. So, wie verletzlich können wir eigentlich wählen zu sein, ja? Und ich merke, ja, das ist etwas, wonach ich mehr frage, wie sie wirklich diese Verletzlichkeit zu haben. Nichts mehr zu beweisen, nicht mehr zu beweisen, wie gut ich bin, nicht mehr zu beweisen, wie schlecht ich bin. Wirklich über das Gut und Schlecht hinauszugehen. Richtig und falsch, gut und schlecht. Ist das überhaupt die Gegenüberstellung? Oh mein goodness. Ihr seht, wirklich viel Denken ist da nicht mehr so. Was ist jetzt eigentlich richtiges Deutsch? Wie geht's nochmal? Was denn doch das nicht wichtig ist, ja? Sondern mehr und mehr zu schauen, hey, was stimmt jetzt für mich? Was möchte ich sein? Und die Simone Melasses hat heute so einen geilen Satz gesagt. Und ihr habt es vielleicht gesehen, ne? So, what can I choose to be that would allow the koalas to live? Irgendwie sowas. Ich hab's auch. Siehst du, auch das kann ich mich nicht erinnern. Das ist sowas von empty head. Im Englischen heißt es empty-headed, ne? So, space head heißt es, genau. Ne? Da ist nur noch Raum, da ist kein solider Gedanke mehr. Und wie sehr wird das bewertet? Ne? Wenn du keine soliden Gedanken mehr hast, falsch, du musst wissen, was du sagst. Ja. Ich möchte einfach diese Energie mit euch teilen von diesem Riesenraum von, wenn du nicht mehr irgendein Bild von dir beweisen musst, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern einfach sein kannst, was auch immer du in diesen 10 Sekunden wählst zu sein. Und auch so dieser Beitrag für die Erde sein. Wie oft haben wir eine feste Form und Struktur in unserem Kopf, dass du Müll vermeiden musst, was das Richtige ist, dass du kein Fleisch essen darfst. Das sind all diese Ansichten. Erlaubt dir das zu fragen, hey, was kann ich beitragen, was wirklich eine Veränderung kreiert? Oder hast du deinen Kopf schon geschlussfolgert und dann, na, wenn du die Schlussfolgerung hast, ist es wie Scheuklappen aufsetzen. Du siehst nicht mehr, was wirklich erforderlich ist, weil du schon zu diesem einen Mini-Punkt gekommen bist, wo du sagst, ja, das ist das Richtige. Aber was, wenn das vielleicht das Verkehrte ist und du niemals das Gewahrsein kriegen wirst, was erforderlich ist, weil du schon geschlussfolgert hast, dieser eine Punkt, den habe ich jetzt total richtig gesehen. Ne? Da bin ich total perfekt und richtig. Ich hoffe, ihr hört mich mit dem Wind hier. Facebook Live Phänomen! Du klickst auf Geh live und es wird windig, es wird laut, was auch immer. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Schau mal. Wenn du weder von dir, noch von der Welt, noch von der Erde ein Bild hättest und wirklich in die Frage gehen könntest, was kann ich hier sein, das ein Beitrag ist? Na, wenn du jetzt eine Vorliebe hast für, sei es Koalas, sei es für Kängurus, für den Wald, für Wasser, was kann ich sein, das ein Beitrag ist? Danke, Michaela. Und nur diese Frage und dann gewählt sein, das zu sein, anstatt nur bla 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 bla, was wir ganz oft machen in so einem bla 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 bla. Und ich sage mit keinem Wort, dass ich es nicht mache. Ja? Ich merke mehr und mehr, wenn du gewählt bist, diese Werkzeuge zu sein, wie viel noch dynamischer das ist. Ja? So, und ich habe eine Kreation, die startet am 5. Oktober. Und da möchte ich wirklich mehr und mehr eintauchen in unsere Körper, in die Erde. In welcher Beitrag können wir sein? Können wir sein? Nicht, was können wir richtig machen und beweisen, schau, ich mache alles richtig und du machst es falsch. Das ist nicht der Beitrag, das ist was anderes. Auch nicht falsch, aber es kreiert was anderes. Ich möchte euch einladen, inspirieren zu schauen, wow, wirklich einzutauchen in diese Fragen und zu experimentieren und zu entdecken und wirklich neugierig zu sein wie ein Kind, was wir sein können, ja? Ohne es zu definieren. Und zu entdecken, was ist hier möglich. Und ja, es kostet 200 € und davon gehen 170 € zu Actions for Futures, um einfach, ja, in unsere Zukunft zu investieren. So. Spür mal rein, was ist für dich möglich, wenn du dein Geld dahin gibst, wo es eine größere Zukunft kreiert? Ja, ich weiß, wir lernen immer, dass es keine Zukunft gibt, dass alles nur schwarz und trübe ist, aber hey, deine Wahl kreiert deine Realität. Also was können wir gemeinschaftlich entdecken?
Was können wir als Co-Kreation mit der Erde haben? Und da geht es ums Sein. In der Erde geht's nicht, mit der Erde geht es nicht darum, was ist richtig. Ne? Die Erde denkt nicht. Die denkt nicht, was ist richtig, was ist falsch und hat null Ansichten über dich. Ne? Wir haben die Ansichten über uns oder über andere. Wenn wir die wegnehmen, welchen neuen Raum können wir entdecken? So, ich bin neugierig. Also, und vielleicht, wenn du hier kein Wort von dem verstehst, was ich sage, dann schreib mir bitte, vielleicht kann ich es in anderen Worten erklären. Ich möchte euch einfach einladen zu einer ganz anderen Energie und zum, ja, zu einer Co-Kreation mit der Erde. Wie wird es sein? Was, wenn es nicht darum geht, dem Nachbarn zu beweisen, wie viel besser das du bist oder deinem Arbeitskollegen, sondern einfach, fuck that. Wofür bist du hier? Wofür hast du gewählt, einen Körper auf der Erde zu haben? Was, wenn es jetzt kein Versehen war? Was, wenn es nicht ist, damit du dazugehörst, sondern was, wenn du dir gewählt hast, einen Körper zu kreieren, um ein Unterschied zu sein? So, ich frage danach, so welche, ne? Was ist hier wirklich noch möglich, von dem ich noch keine Ahnung habe? Und alles beginnt mit der Frage und so Stück für Stück darf sich's aufwickeln und zeigen, ja? Und das ist das Coole, wir müssen nicht die Antwort haben, wir können die Frage sein. So, was können wir in 30 Tagen gemeinschaftlich erleben mit der Erde? Just perceive. Also, habt einen schönen Abend, ihr Lieben, und bis bald. Ciao, ciao.